Hallo, hallo meine Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video von mir am Sonntagmorgen. Ich glaube, es ist 7:45 oder so, doch richtig früh morgens. Bin gerade dabei gewesen, alle Fenster aufzumachen, weil es war eben noch dunkel. Ne? Vor einer Stunde war hier stockdunkel. Das geht ja immer richtig schnell, wenn es hell wird. Und ich habe gerade einen Vlog von einer ganz lieben Kollegin von mir angeguckt und da ist mir etwas eingefallen und da dachte ich mir, das drehe ich sofort ab. Ich würde euch ganz gern noch einmal erzählen, und zwar ist es eine Storytime-Geschichte von unserem Krankenhausaufenthalt in Konya. Und Konya ist eine Stadt, ich weiß jetzt nicht, wie viele Kilometer von Alanya entfernt, jedenfalls einmal über die Berge rüber und da ist Konya. Dauert so in der Regel 4 Stunden, glaube ich, sind wir da immer über die Berge rüber von Alanya Mahmudlar. 4, 5 Stunden dauert das, bis man in Konya ist. Es ist gar nicht so weit weg, aber es ist halt einmal übers Gebirge rüber. Entschuldigt bitte, und dann bist du in Konya. Und vor 2,5 Jahren sind meine beiden Söhne hierher gewesen. Wir haben uns entschlossen, einen großen Urlaub zu machen. Und warum erzähle ich euch die Geschichte? Weil ich ja immer so schlecht und negativ eigentlich über die Krankenhäuser und über die, ja, schlecht eigentlich nicht, aber ich doch eher negativ. Und ich sage ja immer, ich bin froh, wenn ich in Deutschland ins Krankenhaus gehen kann und man kann sich da besser, man kennt sich besser aus. Also das ist das eigentlich, ne? Nun war es aber, das in Konya ist aber wirklich ein sehr positives Erlebnis gewesen. Und ich war so froh, dass es dieses Krankenhaus gibt. Und wir sind so gut behandelt worden. Und ich möchte euch jetzt einmal auch etwas Positives erzählen über meine Erfahrung mit dem türkischen Krankensystem. Und genau, mein Sohn ist hier angekommen mit meinem zweitältesten Sohn. Wie alt war er da? Er ist jetzt, ich glaube, er ist jetzt über 30. Da müsste 28 gewesen sein oder so. Oder 29. Und er kam mit meinem zweitältesten Sohn mit dem Flugzeug natürlich nach Antalya. Und er hatte in Deutschland Schnupfen, eine leichte Erkältung. Ja? Und im Flugzeug ging es ihm dann hierher, ne? Von Hamburg hierher nach Antalya. Ich war ja nicht dabei, ich war ja schon hier. Ich habe auf die beiden gewartet und es ging ihm so schlecht im Flugzeug. Er hatte wahnsinnige Kopfschmerzen, sagt er. Hat er dann berichtet, ne? Er hatte das Gefühl, als würde sein Schädel platzen, ja. Ich weiß nicht, hatte er eine Tablette dabei? Ich glaube, er hatte eine Tablette genommen, die überhaupt nicht gewirkt hat. Und so wie er dann landete, die haben sich dann ein Mietauto genommen in Antalya, das hatten sie vorher schon bestellt und sind dann hierher. Und da ist natürlich mein zweitältester Sohn gefahren. Da ging es ihm schon viel besser, ja, auf die Fahrt hierher. Und als er hier ankam, war noch Druck und Schnupfen und so, aber es ging ihm wesentlich besser, hatte fast gar nichts mehr. So, natürlich war weiterhin Schnupfen. Entschuldigt bitte, apropos Schnupfen und Husten, ne, aber ich habe keinen, das ist mein chronischer Husten. Natürlich ging es ihm, aber es ging ihm gut. Ne, er hatte auch keine Kopfschmerzen dann mehr am nächsten Tag, nur noch ein bisschen Schnupfen, ein bisschen Husten, glaube ich. Ich glaube auch gar keinen Husten, nur einfach Schnupfen so ein bisschen, aber nur ein bisschen, ja. Und so ein bisschen Druck auch weiterhin im Stirnbereich. Entschuldigung, wir haben schon eine Nasennebenhöhlenentzündung vermutet, weil das so die Anzeichen ja sind, so ein bisschen, ne. Aber wir hatten nun auch eine große Reise geplant. Am ersten Tag haben wir hier eine Angeltour gemacht, ihr erinnert euch sicher. Und da ging es ihm auch richtig gut. Er war der Einzige eigentlich mit mir zusammen, denen es gut ging. Weil meinem anderen Sohn, dem wurde richtig schlecht. Entschuldigung, wir haben ein Fischerboot. Wir haben ein Fischerboot gemietet. Eigentlich dachten wir, es seien diese riesengroßen Ausflugsschiffe. War es aber gar nicht. Das war ein kleines Fischerboot. Und dort haben wir dann eine Angeltour gebucht. Das heißt, du kriegst so, ja, Köder und dann kannst du angeln. Und meinem Ältesten wurde so schlecht. Ne? Er musste ein paar Mal ins Meer, weil die uns geraten haben, wenn einem so schlecht wird und man seekrank wird. Also das war der andere Sohn, ne? Nicht mein Sohn mit den Nasennebenhöhlen. Dem ging es nämlich doch schon richtig gut. Also wir haben, lange Rede, kurzer Sinn, wenn einem seekrank wird, raten die dann ins Meer zu gehen. Das kühlt ab, dann ist man erstmal vom Schaukeln dann etwas runter.
hat auch sehr geholfen. Auf jeden Fall haben wir dann diese Angeltour auch gemacht. Es ging ihm wirklich sehr gut. Es war gar nichts, ja. Und am nächsten Tag hatten wir dann geplant, über Konya nach Kappadokien zu fahren. Ihr erinnert euch vielleicht, die Tour habe ich auch alles mitgefilmt. Ja, ihr könnt euch das auch alles angucken. Ich habe auch damals erzählt, gebt ein, Wolfsmama, Kappadokien, Sohn krank oder Sohn im Krankenhaus oder so, irgendwie so. Ne, und dann nächste wollte ich sagen. Und sind wir also dann am nächsten Tag relativ früh los Richtung Kappadokien über Konya. Wenn man dahin will, von Alanya musst du einmal quer übers Gebirge rüber nach Konya. Von Konya dann nach Kappadokien. Ist so eine Fahrt von 10 Stunden ungefähr, würde ich mal sagen. Roundabout. Wir sind dann, oder 9 Stunden, 8 Stunden, irgendwie so, ist schon eine ganz schöne Tour, eine ganz schöne Strecke. Wir sind dann los. Er ist gefahren, der mit der Nasennebenhöhlenentzündung. Ne, ihm ging es gut, er hatte gar nichts. Ja, wir haben noch gesungen, meine Söhne haben auch noch im Auto gerockt, weil wir haben türkischen Rap, nicht gerockt, türkischen Rap gehört. Das mögen die ganz gern, habe ich auch alles noch mit aufgenommen. Mein Ältester saß hinten und er fuhr, habe ich ihn auch noch aufgehört, habe ich alles noch auf Video auch, ne? Könnt ihr euch alles angucken. Er fuhr, war alles in Ordnung. Dann sind wir ins Gebirge rein, ja, und es ging immer höher Richtung Konya. Und er hat schon gesagt, ich habe Kopfschmerzen. Er wurde auch immer ruhiger. Und hat mein anderer Sohn das Steuer übernommen. Er weiter. Es ging auch noch. Er saß dann hinten bei mir. Und dann haben wir Rast gemacht, weil man konnte da Chai trinken, also Tee. Da gibt es mehrere Haltestellen. Da kannst du dich dann hinsetzen im Gebirge, kannst dich bedienen lassen, kannst dir irgendwie irgendwas, kannst dir Tee und Snacks und hast du nicht gesehen, ganz viele Stände auch mit Bal, also mit Honig und gibt es da, naja, wir haben auch noch Honig gekauft, Waldhonig und hast du nicht gesehen. Und wir sitzen, trinken Tee, da war auch noch alles in Ordnung, ja. Und dann bin ich zum Auto gegangen, ich habe filmen wollen. Und dann kam er zu mir und hat gesagt, Mama, mir geht es so schlecht. Ich habe solche Kopfschmerzen, ne? Ich kann es gar nicht aushalten. Da haben wir ihn hingelegt hinten. Das ging auch so von einer Sekunde auf die andere, ne? Waren inzwischen auch schon ziemlich hoch. Wir haben ihn hinten auf den Rücksitz gelegt und er hat sich versucht in irgendeiner Art und Weise, es hat nichts geholfen. Dann sind wir weitergefahren, weil wir waren noch nicht mal oben, ja, es dauert noch und weitergefahren und ihm ging es immer schlechter. Entschuldigung, mein Magen. Ihm ging es immer schlechter. Seine ganzen Adern im Kopf, am Kopf, die konntest du alle sehen, die kamen raus. Ich habe sowas noch nie gesehen, ja. Der Druck im Kopf durch diese verstopften Nasennebenhöhlen. Ich habe später meine Tochter gefragt, gesagt, ja, Mom, das ist richtig gefährlich. Du kannst so mit dem nicht ins Gebirge fahren, wenn denn, na, aber ich wusste das ja auch nicht, ne? War ja alles in Ordnung. Weil die Nasennebenhöhlen eben dafür da sind, den Druck auszugleichen. Und wenn die verstopft sind, dann geht das ja nicht. Und dementsprechend, die ganz, ich habe so die überall Adern, ne, am Kopf, der ging es immer schlechter. Wir immer höher, so schnell wie möglich natürlich. Ich habe mir die Schlimmsten, wir haben dann nochmal angehalten, die haben dann kaltes Wasser über ihn drüber, die Leute, die uns da helfen wollten, ne, damit, es hat nichts geholfen. Ne. Mein anderer Sohn so schnell wie möglich wieder hoch, dann runter, Alhamdulillah. Wir haben ein paar Mal anhalten müssen. Es war ja auch wahnsinnig heiß, ne? Es war die Mittagssonne, da mit Tam, in, wann war es? Im September, Anfang September, richtig heiß überall. Stell mal vor, Leute im Gebirge, ne? Wie würdest du denn jetzt einen Notfall? Also ich stelle mir das ganz schlimm vor, ja, Allah ein bisschen. Wir runter, zum Glück sind wir dann, weiß ich nicht, 3 Stunden später, das dauerte ja alles, ne? 3 Stunden später oder so in Konya angekommen, Çokşükür, und jetzt auf Krankenhaussuche, ne? Du hast ein Navi, ja, aber der Navi, der dauert lange. Also der führt dich da durch verschiedene, und es gibt ja auch verschiedene Krankenhäuser. Es gibt ja in der Türkei sehr viele Krankenhäuser und Konya ist eine riesengroße Stadt, ja. Und wohin jetzt? Welches ist auch nicht privat? Das musst du ja auch mal gucken. Es gibt ja viele private Krankenhäuser auch. Und dann in der Eile, ne, der Junge hält das gar nicht mehr aus vor Schmerzen. Wohin mit ihm? Haben wir schnell das nächstgelegene. Wir haben dann auch ein paar Leute noch gefragt, wo das Devlet-Krankenhaus ist, also das staatliche Krankenhaus, die haben uns dann auch, alle haben geholfen, jeder hat uns den Recht, und das war die Gedönszeit, ne? Genau in der Gedönszeit, also in dieser, vor 2 Jahren, vor 2,5 Jahren, alle haben geholfen und wir dann da reingefallen, wir haben es endlich gefunden, Junge in die Notaufnahme und er sofort an den Tropf,
Dann wurde geröntgt oder Ultraschall, ich weiß es gar nicht mehr. Jedenfalls war ungefähr, 4, 5 Stunden war dann da. Wir haben draußen gewartet, war ja, wie gesagt, die Gedönszeit. Der Arzt hat alles mit ihm besprochen. Also es ist soweit, dass es wurde aber nicht besser. Ne? Er hat einen Tropf bekommen mit Schmerzmittel, mit Flüssigkeit natürlich. Es wurde nicht besser. Mein Sohn sagt, es ist überhaupt nicht besser geworden, während er da lag. Ja, das war ganz schlimm. Ganz schlimm. So ein kleiner Gag noch nebenan. Wir waren ja auch in Konya, ist eine sehr traditionelle Stadt. Eine Stadt, die sehr religiös ist. Ja. Also es war zwar Sommer, aber die Leute in Konya waren Kapalle. Also die waren bedeckt, ja, Männer mit langen Hosen, Frauen natürlich verschleiert, sehr viele. Also in dem Viertel, wo wir waren, war alles sehr zu, ja, und wir da mit kurz, also mein Junge mit kurz, die Jungs mit kurzen Hosen, ich mit einem Kleid und der Ausschnitt war relativ tief auch, kurze Arme und komme gerade aus Alanya mit Latschen und so. Mega peinlich. Und dann habe ich mir erstmal eine Hose angezogen, eine Jacke drüber, weil das war mir echt unangenehm. Ich war ja damals noch nicht zu. Und dann haben wir wirklich die ganze Zeit draußen gewartet, habe ich auch alles mitgefilmt damals, ihr erinnert euch. Ja, und Alhamdulillah, dann kam er raus und hat dann ja auch erzählt, also er wurde auch von einem, von dem Chefarzt behandelt, glaube ich. Guckt euch das an, aber er wurde von einem Experten für diesen Bereich auch behandelt. Und hat gesagt, das ist nichts. Also er hat eine Nasennebenhöhlenentzündung und aufgrund des Druckes, der eben in den Bergen herrscht, kamen diese Schmerzen zustande, diese wahnsinnigen. Es ist aber nichts Besorgniserregendes. Er hat jetzt mehrere Medikamente bekommen und auch Nasenspray. Ich weiß gar nicht mehr, was sie ihm da alles verschrieben haben. Das sollen wir aus der Apotheke abholen, dann wird es besser. Ist nicht schlimm, wir können auch weiterfahren. Wir wollten ja nur nach Kappadokia, das ist ja auch noch ein ganzes Stück weg, ne? Und dann haben wir überlegt, ob wir uns da ein Hotel nehmen, weil es ihm ja nicht so gut ging. Aber wir merkten schon, als er aus dem Krankenhaus kam und wir die Medikamente geholt hatten und er die ersten genommen hat, wir hatten ja nur auch alle Hunger. Ne? Das war ja inzwischen schon dunkel geworden. Es ist morgens los und inzwischen war es ja schon dunkel. Es war abends und noch nicht, aber es wurde Abend. Und dann haben wir gegessen. Es war noch nicht dunkel, glaube ich. Genau, es wurde dann dunkel, als wir rausgefahren sind. So, aber es war schon später Nachmittag. Es war fast dunkel. Wir hatten alle Hunger und dann sind wir noch in einen Pita-Laden gegangen und das war auch richtig nett. Wir hatten echt Angst, ne, weil das war so ein kleiner Laden mitten in Konya und man weiß ja aber nicht, gerade ich bin ja so ängstlich, aber die waren so nett, die Leute. Wir haben auch erzählt, dass wir im Krankenhaus waren und denkt, das war Gedönszeit. Ne? Und die haben uns Pita gegeben und haben sich mit uns unterhalten. Wir waren so ein kleiner Family-Betrieb und frisch gemacht, also und wir waren auch so skeptisch, ne, weil wie gesagt, da war auch nicht so viel Leute waren da, das war ein ganz kleiner Miniladen, wie man das halt kennt in diesen kleinen Garagenähnlichen Läden, ne? Wirklich sehr schön und alles sehr nett und uns nett unterhalten, die haben frisches Pita gemacht und haben auch Sonderwünsche von uns berücksichtigt, also wirklich uns sehr günstig auch. Wir haben in Ruhe gegessen und mein Sohn, ich merkte schon, wie es ihm besser geht, ja. Auch der Druck, den du natürlich dann in Konya nicht mehr hast, ist natürlich dann auch dafür ausschlaggebend, dass es wieder besser geht. Das Ding ist aber, wir mussten ja nur noch nach Kappadokien, ja. Und Kappadokien ist ja auch bergig, ne. Und dann haben wir aber überlegt, okay, wir machen das. Und er wollte unbedingt weiter, er wollte nicht in Konya bleiben, das haben wir überlegt, dass wir da übernachten. Aber er wollte unbedingt weiter, hat sich dann hinten im Auto ausgeruht. Es ging ihm ja auch besser. Und dann sind wir nach Kappadokien gefahren. Und also bezahlt haben wir jedenfalls in diesem Krankenhaus nichts. Das galt als Notfall. In der Türkei ist es so, dass Notfälle, und da kommt es immer, soweit ich informiert bin, bitte informiert euch selber, das ist so, was ich weiß, Notfälle, da gibt es bestimmte Abstufungen, grün, gelb und rot. Und je nachdem, welcher Notfall da eingestuft wird, dementsprechend wird, glaube ich, auch dann abgerechnet. Wir mussten nichts bezahlen, beziehungsweise, denn die Notfälle sind in der Türkei auch kostenlos, ja. Aber wie gesagt, informiert euch da selber. Es kommt eben auch immer darauf an, was für Notfall man ist. Und dementsprechend wurde da nicht abgerechnet. Hier haben wir ja musste ich bezahlen, als ich mit meinem Sohn wegen der Lebensmittelvergiftung als Notfall war im städtischen Krankenhaus, habe ich, lass mich nicht lügen, 15, 20 Euro oder so bezahlt, 400 Teller, glaube ich. Ich weiß nicht mehr genau, so um den Dreh jedenfalls.
Und genau, da mussten wir gar nichts bezahlen. Das Einzige, was du bezahlen musst, sind die Medikamente, die wir in der Apotheke gekauft haben. Und die hättest du auch nicht bezahlen müssen, wenn du deine gesetzliche Versicherung, also deine gesetzliche Krankenkasse mit diesem Schein abgegolten hättest. Also du brauchst, wenn du gesetzlich versichert bist in Deutschland, brauchst du, damit du hier in der Türkei auch als Notfall alles andere bezahlen die ja nicht. Du wirst nur von der gesetzlichen Kasse, das wissen viele auch nicht, ne? Du wirst in der Türkei mit deiner gesetzlichen Krankenkasse nur behandelt, wenn du Notfall bist. Ja? Also nur als Notfall übernimmt die deutsche gesetzliche Krankenkasse dein Krankheitsfall. Wie das mit Rentnern ist, das weiß ich nicht. Da gibt es ja auch bestimmte, da ist es, glaube ich, noch anders. Ich glaube, die bekommen alles, aber also die kein Rentner sind, die werden nur im Notfall wird das behandelt. Wird das auch im staatlichen Krankenhaus nicht oder bei staatlichen oder bei Ärzten, die mit dem Staat zusammenarbeiten. Wirst nur als Notfall behandelt. Nur das, also behandelt wirst du schon, aber es wird dann von der gesetzlichen nur dann übernommen. So. Und in dem Fall würdest du dann, soweit ich weiß, dann auch die Medikamente, wie gesagt, übernommen bekommen. Also dann müsstest du in der Apotheke gar nicht bezahlen. So. Aber du brauchst dafür erstmal diesen Auslandskrankenschein von deiner gesetzlichen Krankenkasse, den hat ja jeder dabei. Den musst du aber hier nochmal bei der SGK bestätigen lassen, also bei der Gesundheitsbehörde in der Türkei. Da musst du zur Gesundheitsbehörde und dann musst du diesen Auslandskrankenschein vorzeigen und dann bekommst du eine Nummer. So, das ist so eine kleine Karte, so aus Papier, so Kartonkarte und da steht dann deine Nummer, mit der du hier in der Türkei dann versichert bist. Und das brauchst du, damit du in der Apotheke oder im Krankenhaus oder beim Arzt, der eben mit diesen staatlichen Krankenhäusern zusammenarbeitet, oder mit diesem staatlichen Gesetzessystem zusammenarbeitet, brauchst du diese Nummer. Sonst wirst du nicht behandelt. Also der Auslandskrankenschein reicht nicht, ne? Den musst du erstmal anerkennen lassen und diese türkische Nummer bekommen, diese türkische Krankenkassennummer. Und dann bist du eben so lange mit dieser Nummer hier im Notfall abgesichert. Notfall, das war früher nicht so. Ja, früher hast du zum Arzt gehen können, wenn irgendwas ist. Aber jetzt ist nur Notfall abgesichert, leider durch die gesetzlichen. Und dementsprechend hätten wir das dann auch erstattet bekommen. Das haben wir alles natürlich nicht gemacht. Ne? Und das war auch nicht viel. Ich glaube, wir haben 15 Euro nochmal für die Medikamente umgerechnet oder so bezahlt. War nicht viel. Wie gesagt, ich habe es auch alles geflockt und alles erzählt. Ich wollte einmal ein positives Erlebnis auch erzählen, was wir da hatten. Wir haben uns sehr gut aufgehoben gefühlt. Es war die Gedönszeit. Jeder hat sich gekümmert. Es war natürlich relativ voll. Es war ein staatliches Krankenhaus, wie gesagt. Aber er ist sofort rangekommen. Er ist sofort an den Tropf gelegt worden. Also es war wirklich alles perfekt und auch sagt er, das war ein gutes Krankenhaus, war wieder diese Vorhänge natürlich überall, aber es war schön und gut, sagt er. Genau, mein Lieben, wollte ich noch mal kurz berichten. Das war unser Notfall in Konya. Mein Gott, ich will das auch, wenn ich darüber nachdenke, ne, so ich das alles wieder erzähle, das war so furchtbar. Ne? Das ist auch nicht ungefährlich, ne? Also fliegen mit Nasennebenhöhlenentzündung oder in die Berge oder so, kann ich nur von abraten. Meine Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss!